Hallo, ich bin Heike von Kochen macht Spaß und heute koche ich nicht, sondern möchte euch gern was vorstellen. Wir haben für unsere Benita einen neuen Überzug fürs Körbchen geholt, weil sie so schwer aus dem alten rauskommt. Vielmehr, wenn die Decke drauf ist, rutscht die weg und sie ist jetzt 15 Jahre alt und das möchte ich euch gerne vorstellen und gekauft habe ich das bei Somberos Kuschelwelt. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie das Körbchen aussieht, wenn die Benita aufsteht. Also das ist so ein Kunststoffkörbchen und wir haben immer eine Kuscheldecke drauf, so Dalmatiner mögen das ganz gerne. Aber jetzt wird sie 15 Jahre alt und schafft es einfach nicht mehr so aufzustehen, dass die Decke liegen bleibt. Okay, ich mache jetzt mal die Kuscheldecke weg und zeige euch das. Und zwar habe ich mich entschieden für so einen Velurbezug, dunkelbraun gesteckt. Das ist super schön gearbeitet und da kommt sie bestimmt gut raus aus dem Körbchen. Das ist einfach so glatt und nicht kuschelig für so einen Dalmatiner. So, ich habe das jetzt übergezogen. Das sitzt ganz fantastisch. Das ist stramm und rutscht nicht weg. Was ich noch nicht gesagt habe, man kann das Ganze waschen auf 30 Grad. Und es gibt es auch in verschiedenen Farben und auch in anderen Materialien. Ich zeige euch das jetzt von unten. Bitte keinen Schreck bekommen. Es sind lauter Dalmatinerhaare an dem Körbchen dran. Aber ich wollte euch gern zeigen, wie es aussieht und wie gut es sitzt. So, okay, guck mal, wie schön das hier sitzt, ganz stramm und fest. Und wenn ich das umdrehe, passt das super an das Körbchen ran. Ja, ich verlinke euch das, Somberos Kuschelwelt, da habe ich das gekauft.